Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Tesla. Nachdem wir vor kurzem hier bereits Edison besprochen haben, war es für uns eine innere Pflicht, uns hier auch Tesla zu widmen. In dem Fall hatten wir also vorab den Pressescreener und der Dom hat sich den für uns gegeben. Der Stu stellt ihm dazu ein paar Fragen und ich glaube, Tesla ist allein schon optisch ziemlich herausragend. Zumindest interessant, was genau das bedeutet und ob das nun was ist, was ihr euch unbedingt im Kino anschauen solltet, müsst ihr also schon selbst rauskriegen, wenn ihr dem Doppel quasi lauscht, dem interviewten Doppel von Stu und Dom. Im Anschluss gibt es dann die Besprechung des Films Exil. Die hat sich der Andi Papelitzki für unser München in die Presseverführung gewagt und ich habe ihn mir vorgeknüpft und ihn ausgequetscht zu dem Film. Ein Film, der wirklich einen wahnsinnig interessanten Trailer hat. Hier geht es, glaube ich, um Alltagsrassismus und so viel hat er eben an der Stelle auch verraten. Das ist ein ganz besonderer Film, der ihm auch gut gefallen hat. Details dann in unserem Doppel. Zu guter Letzt dann noch die Besprechung der Miniserie Devs. Und Devs ist eine Serie, die gibt es ganz aktuell in Deutschland auf dem Fox Channel. Das ich glaube, das könnt ihr dann auch über irgendwie Telekom, Magenta TV empfangen oder zumindest schauen und so. Und ja, ist halt vielleicht noch nicht so die größte Plattform, die es gibt, um sich eben dieser Serie zu widmen. Aber nicht nur, dass wir hier die Gelegenheit hatten, vorab 5 der 8 Episoden der ersten Staffel zu sichten. Nein, der Dom hatte außerdem die Gelegenheit, sich mit Alex Garland im Internet zu treffen. Und das ist niemand Geringeres als der Schöpfer dieser Serie, den man auch von vielen, vielen anderen ja Filmen vor allem auch kennt. Ein großer Regisseur und da ist dem Dom auch so ein bisschen, also da ist ihm vielleicht ein Freudentränchen getroffen, als es hieß, er dürfte das machen. Wir hatten also die Gelegenheit, mit Alex Garland im Zoom ja ein paar Worte zu wechseln, haben das Ganze aufgezeichnet und für euch im Anschluss an diese Besprechung noch drangepackt. Also da schon mal die Information, dass falls der Dom hier die ein oder andere Info in der Besprechung zu Devs bereits droppt, dann hat er die unter Umständen aus dem Interview, das wir hinten dran gefügt haben. Ladies and Gentlemen, ich freue mich tierisch auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Und wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit habt, dann geht doch nochmal auf Apple Podcast, Fit, Facebook, Google.de, Podcast.de oder irgendeine andere Plattform eures Vertrauens, wo man Podcasts bewerten kann. So Bewertungen sind für Podcasts, gerade die kleineren, gerade welche wie uns, absolut wichtig und helfen uns dabei, etwas mehr Reichweite zu gewinnen. Nun gut, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao! So, jetzt habe ich gerade eben echt vergessen, dass ich moderiere, aber gut, es läuft. Beste Anmoderation ever. Das lassen wir drin, mein Freund, ja. Ja, hallo, ich bin der Stu vom Telestammtisch, ich bin Profi. Und, ja, wie wir gerade gemerkt haben. Ja, und die andere Nulpe an meiner Seite ist der Dominik. Moinsen. Den ihr nicht beachten müsst, wobei doch, ihr müsst ihn beachten, denn wir reden heute über den Film Tesla, der in die deutschen Kinos kommt, am 20. August. Ja. Ne? Und ich habe Tesla nicht gesehen. Ja, was warum? Suchst du dann hier? Ja. Weil ich Wichtiges zu tun hatte. Und wenn ihr jetzt komische Geräusche hört, das liegt daran, weil es gerade hier anfängt bei mir in Ström zu regnen und dass der Regen gegen das Fenster klatscht. Das ist jetzt auch mal ganz gut. Ja, das wird ein ganz besonderer Cast, wo der Dominik und ich unsere Professionalität unter Beweis stellen können. Ja, besonders tust du. Du bist glänzend vorbereitet, habe ich das Gefühl. So, ich bin sowas von super vorbereitet. Also, ich möchte nicht angeben, aber wenn das hier irgendjemand irgendwie einreichen könnte zu irgendwelchen Podcastpreisen, wäre das sehr nett. Ja. Und auch sehr gerechtfertigt. Ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Also, wir reden über den Film Tesla, der am 20. August startet. Das haben wir jetzt alle schon zweimal gesagt. Es ist der Film von einem Drehbuchautor und von einem Regisseur, der heißt wie, Dominik? L.L. Marader, genau. Okay, das ist richtig. Habe ich bisher noch nicht gehört, ist ein Musikclip- und Dokumentationstyp. Ja, ich sehe auch gerade so, was er sonst so gemacht hat. Also er hat 2000 Hamlet gemacht, ich glaube, war das so, ich glaube, es war die Fassung mit auch mit Ethan Hawke, der auch Tesla mitspielt, ja? Mm, genau, ja. Aber ansonsten, der ist so ein bisschen so ein Mark Romanek, habe ich das Gefühl. Also er hat schon relativ viele Filme gemacht, aber die meisten relativ unbekannt. Also er hat auch diesen Experimenter, diese Stanley Milgram Story gemacht. Das ist, ja komm, was soll's. Also der Typ hat also Tesla gedreht. Ja. Und um das gleich vorwegzunehmen, ja, vor kurzem ist in Deutschland ein, ich will mal sagen, ähnlicher Film gestartet, nämlich Edison. Mit Tom Holland und Benedict Cumberbatch. Ein Leben voller Licht heißt der. Genau. Warum weiß der Dominik das so genau? Weil er den auch besprochen hat?
Genau, mit dem Berg. Genau, schöne Grüße an dieser Stelle. Mit dem wollte ich das eigentlich machen. Aber hat Dominik gesagt, nein, er möchte das mit einem Profi wie mir machen. Kann ich verstehen. Ja, einem gut vorbereiteten Profi. Ein sowas von gut vorbereiteten Profi. Ich kann dir sogar sagen, dass Tesla 96 Minuten lang ist. Wow, er hat sich länger angefühlt. Ja. Und neben Ethan Hawke, halte ich fest, neben Ethan Hawke gehören noch Kyle MacLachlan, Hannah Gross, Jim Gaffigan, Lucy Waters, Louis Smith, Ian Lithgow, James O'Baniak und Adam Cohen zum Cast. Ja, bist du baff, ne? Ja, einigermaßen. Dass du diese Namen jetzt alle relativ souverän rübergebracht hast, da bin ich eher baff drüber, muss ich zugeben. Das liegt daran, weil ich all die Namen, die ich nicht aussprechen konnte, auch weggelassen habe. Das habe ich gemerkt, ja. Wie gesagt, ich bin Profi. ich glaube, das ist jetzt schon der größte Clusterfuck von Cast, den ich seit längerer Zeit gemacht habe. Ja. 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 Okay. Und du bist beim Horst, denk dran. Also bitte. Wir beim Horst. Nee, Quatsch. Wir beim Telehorst. Wir beim Telehorst. Halten uns. Stichwort Clusterfuck, du hast den Inception-Audio-Kommentar zu verantworten. Ja, das war so los, aber ansonsten, lass dir gesagt sein, Dominik, du wirst ja eines Tages auch mal zu Gast beim Telehorst sein. Ja. Wir beim Telehorst halten uns an einen kompetenten und komplexen Kompetenzkatalog. Ja, ich habe das nur gehört, ja. Ja, gut. Wollen wir weiter abschweifen oder wollen wir schon ein bisschen über den Film reden? Das kann ich ja so nicht rausblasen hier, ey. Ja. Ja, Tesla. Ja. Wie der Name schon sagt, dreht es sich um den Ingenieur und visionären Wissenschaftler Nikola Tesla. Der dürfte ja manchen Leuten eigentlich nichts sagen, obwohl mittlerweile zwei Automarken nach ihm benannt sind. Einmal Nikola und einmal Tesla. Aber ja, der Mann steht immer so ein bisschen im Schatten tatsächlich von Thomas Edison. Vor allem, der hat ja um dieselbe Zeit gelebt, hat auch für den gearbeitet, bis er sich dann so ein bisschen von dem emanzipiert hat und dann auch in diesen sogenannten Stromkrieg zwischen Thomas Edison und dem großindustriellen Charles Westinghouse verstrickt wurde, der ja in Edison behandelt wurde. In dem Film spielte ja Nicholas Hoult Nikola Tesla. Und der Film endete damals mit ihm. Und der erste Gedanke, den ich hatte, ich will einen Spin-off oder einen Solo-Film mit Nicholas Hoult als Tesla. Und da hatte ich den hier noch gar nicht auf dem Schirm, bis auf einer einschlägigen Filmseite, für die ich schreibe, die mit M anfängt und mit U wie Break aufhört, ich die News geschrieben habe zu diesem Film hier und mich das sehr gefreut hat, dass jetzt Ethan Hawke in diese Rolle schlüpft. Ja. Ja. Ethan Hawke wird von Fans auch gerne Handsome Hawke genannt, das sei mal hier kurz erwähnt. Mhm. Ja. Immer noch? So langsam wird er alt. Ja, wie ein guter Wein, Dominik. Je älter, desto besser. Also ich bin der Letzte, der was gegen Ethan Hawke sagt. Also ich freue mich sehr, dass er den gespielt hat. Und das ist eine durchaus etwas ungewöhnlichere Performance von ihm, sagen wir es schon mal so. Okay, also du hast jetzt gesagt, worum es geht. Ich habe nicht zugehört, aber das macht nichts. Das habe ich gemerkt, ja. Ja, es tut mir leid, ich habe mich gerade im Spiegel entdeckt und ich sehe immer so verdammt gut aus. Handsomes too, ja. Ja, genau. Also, fangen wir mal damit an. Du hast diesen Edison-Film gesehen, der vor kurzem ja auch in die Kinos kam. Ja. Machen wir mal wirklich mal zu Beginn so einen schönen, knappen Direktvergleich. Welcher ist besser? Tesla. Ganz eindeutig. Also, die haben zwar beide Schwächen und bei beiden Filmen habe ich irgendwie das Gefühl, dass man diese Story einfach nicht so wirklich verfilmen kann. Weil während es bei Edison eigentlich nur darum geht, ja, dass sie sich irgendwelche Patente abluchsen und sich gegenseitig versuchen zu übertrumpfen, also jetzt Edison und Charles Westinghouse, geht es halt hier um Nikola Tesla, der ja Erfindung um Erfindung fabriziert und sich ja eben die Patente sichert, aber damit einfach nie wirklich Profit machen kann und halt eher so ein Träumer ist und Visionär und weniger ein Unternehmer. Aber der Film hier ist inszenatorisch in jedem Fall interessanter als Edison, der ein sehr standardisiertes Historienfilmchen war. Ja, nicht Filmchen, also der war schon hochwertig produziert, aber Edison war halt wie so ein fürs Kino eingedampfter TV-Zweiteiler. Also halt mit Starbesetzung,
aber erzählerisch reichlich bieder und inszenatorisch auch leider ziemlich durchschnittlich. Und das ist Tesla dann nicht. Okay. Angenommen, ich denke mir jetzt, boah, Tesla bin ich super Fan von. Ja, ich habe alle Hörspiele von ihm und habe ein Poster an der Wand. Und die Autos. Und das Auto sowieso auch, ja. Da gehe ich jetzt ins Kino und gucke mir den an. Was kann ich denn erwarten? Denn ich sehe hier gerade das Poster vor mir und das Poster ist schön bunt. Und strahlt, ja, jetzt nicht, und strahlt jetzt für mich nicht gerade aus, so hey, das ist ein historischer Film, der mir jetzt zeigt, wie Tesla für seine Erfindung gekämpft hat. Das sieht mehr so aus wie eine Mischung aus Ethan Hawke hat einen feinen Schnauzbart und Christopher Street Day. Sehr schöner Vergleich. Ja, also wir beide, du erinnerst dich vielleicht, wir haben ja unlängst diesen Outlaws besprochen hier, Kelly Gang. Ja. Und ich würde sagen, Tesla und Edison verhalten sich so ähnlich wie der Heath Ledger-Film über Ned Kelly, wie zu dem von Justin Kurzel. Also das heißt, Tesla ist auch kein typisches Biopic, inszenatorisch teilweise sehr verspielt, sehr unkonventionell. Das fängt schon damit an, dass die ganze Geschichte aus der Sicht von Anne Morgan erzählt wird. Das ist tatsächlich die Tochter des Großbankiers J.P. Morgan, den es ja heute sogar noch gibt an der Wall Street mit J.P. Morgan Chase. Und die fungiert nicht nur als Erzählerin, sondern das Ganze hat schon tatsächlich so ein, ja, fast schon so ein Doku-Drama-Ansatz. Also die wird immer wieder gezeigt, wie sie dann auch in Kleidung von damals teilweise vor einem MacBook sitzt und dann halt zeigt, ja, googelt doch mal Edison und googelt mal Tesla und guckt euch dann mal an, wie viele Ergebnisse und wie viele Fotos ihr bekommt. Und von Tesla existieren angeblich 4 Fotoaufnahmen. Und der Mann ist 87 geworden. Also der ist relativ, ja, ins Hintertreffen geraten. Was der Film ja aber genauso wenig wie der Edison erwähnt, also Thomas Edison kommt natürlich auch vorgespielt von diesem McLachlan, wo du ja meintest, den kennst du. Ich glaube, aus Twin Peaks ist der unter anderem. Ja, Kyle McLachlan ist aus Twin Peaks. Genau. Und der taucht hier natürlich auch auf. Es wird hier aber genauso wenig erwähnt, dass er ja eigentlich nicht, also Edison gilt ja heute als der Erfinder der Glühbirne und einer der ja, größten Wissenschaftler des letzten Jahrhunderts oder des vorletzten Jahrhunderts. Also ohne den würden wir jetzt gerade, glaube ich, nicht hier sitzen und diesen Podcast aufnehmen können. Aber Edison ist ja beispielsweise gar nicht der Erfinder der Glühbirne. Das wissen viele gar nicht. Das kommt hier auch nicht vor, genauso wie in dem anderen. Aber ich finde, dass die Figuren Edison, Westinghouse und Tesla hier trotz anderer Verteilung, was so die Spielzeit und ja halt den Platz für den Charakter angeht, irgendwie besser geschildert werden als in dem Edison-Film. Also dieser McLachlan, der spielt einen deutlich anderen Edison, als den Benedict Cumberbatch gespielt hat, der sich leider, also seine Performance war auf keinen Fall schlecht in dem Edison, aber ja, es ist halt Benedict Cumberbatch, wie man ihn halt kennt, ne? Und man hat dann irgendwie da auch Edison Charakterzüge zugedacht, die ja wohl eigentlich gar nicht so ausgefüllt hat, weil man muss sich so überlegen, wenn der jetzt so ein wahnsinnig wenig umgänglicher Mensch war, wie konnte der dann alle möglichen Zeitungen und Firmen und Investoren für sich gewinnen, ne? Und solche Eigenschaften hat eigentlich eher Tesla. Man muss sagen, die Performance von Ethan Hawke, die ist sehr, sehr zurückhaltend tatsächlich. Also in der ersten Hälfte des Films spricht er kaum und wenn er da mal spricht, dann wird er auch gerne unterbrochen. Also der ja, gerät eigentlich so sinnbildlich auch immer wieder mal ins Hintertreffen. Und der ganze Film beginnt auch schon mit einem sehr, ja, durchaus ungewöhnlichen Einstieg, sagen wir es mal so. Er wird da halt gezeigt, wie er irgendwie in den Rollschuhen durch eine Villa fährt, zusammen mit Anne Morgan. Und die Schlussszene ist total seltsam. Also das ist jetzt auch kein großartiger Spoiler. Da steht Ethan Hawke auf einmal vor dem Mikrofon und fängt an zu singen Everybody Wants to Rule the World. Und generell gibt es auch mal, weiß ich nicht, als da irgendwie so eine Veranstaltung ist oder sowas, du plötzlich sogar irgendwie mal Elektroscore. Also du merkst schon, der hat ähnlich, ja. Film, also das klingt für mich, der Film verfolgt eher eine künstlerische Vision als Edison.
Ja, eben ähnlich wie Outlaws, ne? Mhm. So ein bisschen. Und es geht jetzt auch gar nicht mal so unbedingt um historische Akkuratesse. Das Interessante ist, dass der Film sogar damit spielt, dass halt vieles so nicht so dargestellt wird, wie es bestimmt nicht war. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo sich Edison und Tesla miteinander anlegen und sich dann gegenseitig irgendwie Eiswaffeln gegen die Brust drücken. Und dann wird das Ganze gestoppt und wird gesagt, ja, also so ist das ja bestimmt nicht abgelaufen. Das hat mich ein bisschen zum Beispiel an The Big Short erinnert, weißt du, wo du halt so diese typischen Biopic-Konventionen hast, die dann damit aufgebrochen werden, dass dann gewisse Dinge vereinfacht wurden, aber dass dann auch das direkt für den Zuschauer thematisiert wird. Okay. Na, klingt eigentlich ganz knorke. Ja. Jetzt, ich wusste es, da ist doch ein Ja, da ist doch ein Aber versteckt, ja, und ich als investigativer Journalist habe es natürlich jetzt herausgekramt. Bitte, Dominik, es ist Aber-Zeit. Warum? Weil alles nach Aber schreit, so. Ach, ich dachte Fazit-Zeit, nee, egal. Ja, der Film ist so ein bisschen schwergängig, würde ich sagen. Also der hat zwar eine ähnliche Laufzeit wie der Edison, also ich glaube, die gehen nahezu genau gleich lang. Aber der ist tatsächlich auch ein bisschen anstrengend mitunter. Auch wieder ähnlich wie Outlaws, gerne reinhören in unseren Podcast zu diesem Film. Also von mir und zu, glaube ich, ne? Genau, wir hatten den besprochen. Ja. Und da würde ich den auch so ein bisschen einordnen. Der ist auch erzählerisch ein bisschen sprunghaft, ein bisschen wirsch manchmal, aber der hat einfach schöne inszenatorische Ideen. Also es gibt zum Beispiel immer wieder Szenen, wo jemand vor so einer Wand steht und halt diese gute alte Rückproduktionstechnik angewandt wird. Ne? Okay. Und das hat einfach einen gewissen Charme und Ethan Hawke macht sich auch sehr, sehr gut in der Hauptrolle. Er hat auch sich irgendwie aus so einem leicht osteuropäischen Akzent antrainiert, weil man muss ja wissen, Nikola Tesla stammt ja tatsächlich irgendwie aus, ja, ich glaube sogar aus Transsilvanien. Also er darf sich relativ am Anfang des Films, darf er sich sogar die Frage fallen lassen, ob er denn schon mal Menschenfleisch probiert hätte. Mhm. Und ja, also es wird schon einfach klar, dass der Mann wahrscheinlich nie so wirklich Erfolg hatte. Also der hat, das kann ich ja mal kurz umreißen, der hat insgesamt in seinem ganzen Leben 230 Patente für alle möglichen Erfindungen angemeldet. Er ist unter anderem der Erfinder des Drehspulmotors, wo sich dann ja noch etliche andere Sachen ableiteten. Und der war auch schon jemand, der ja auf was hinzielte, was wir heute eben ja Funkübertragung nennen, einfach, ne? Mhm. Also man könnte sagen, der war schon sehr seiner Zeit voraus. Ich weiß gar nicht, ob du hast dich jetzt mit der Person wahrscheinlich auch noch nie so wirklich beschäftigt, oder? Nein, aber hat mich auch nie besonders interessiert. Okay. Ja, ich muss sagen, mich hat der fasziniert seit dem ersten Auftritt in Prestige, den wir auch unlängst besprochen haben. Da wurde er von David Bowie gespielt und hat mich wahnsinnig fasziniert und ja, ich habe mich halt auch immer gefragt, warum es kein Biopic über den gibt, aber der Film, der gibt sozusagen eine positive als auch eine negative Antwort darauf, weil es ist zwar schön, dass wir jetzt ein Biopic über Tesla bekommen haben und es ist auch wirklich gut gespielt, das kann man nur noch mal sagen, aber auf der anderen Seite, ja, hatte ich halt wie bei Edison so das Gefühl, das ist eine Geschichte, die kann man einfach nicht so wahnsinnig gut verfilmen, weil das einfach, ja, weiß ich nicht. Es besteht halt größtenteils daraus, dass er irgendwelche Investoren trifft und dann, ja gut, vielleicht auch die eine oder andere Liebschaft hat und solche Geschichten, aber das eignet sich einfach nicht so, auch so für eine Drei-Akt-Struktur eines Films. Aber man versteht schon, warum der Mann sehr seiner Zeit voraus war, aber eben auch immer so ein Visionär und Träumer. Und man muss sagen, dass der Film ihn dann jetzt auch nicht mehr weiß, wie verklärt, sondern durchaus wirklich einen Menschen aus ihm macht. Also ihn auch mit Fehlern zeigt und dass der halt zwischenmenschlich beziehungsweise was soziale Bindung angeht, sehr, sehr schlecht ist einfach. Es ist halt wirklich ein richtiger Exzentriker gewesen. Und der ist ja dann auch, ja, also man merkt schon in dem Film, dass der halt nie so wirklich den Erfolg hatte, weil er eben halt keinen Unternehmergeist hatte. Der war einfach immer ein Visionär, der halt an die Zukunft gedacht hat und seine Träumereien hat. Also der ist ja später auch offen damit hausieren gegangen, dass er an Marsmenschen glaubt und sowas. Ja, und der Film hat dann natürlich auch noch so diesen leicht, ja, so ein Dokudrama-Ansatz.
Und ich muss sagen, damit komme ich nicht so klar. Ich bin generell nicht so ein Fan von Dokudramen, weil diese Mischform für mich irgendwie, ja, das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, finde ich immer. Hier ist es jetzt nicht, wer weiß wie schlimm, aber manchmal funktioniert es für mich nicht so. Und man muss sich auf den Film schon wirklich einlassen und auch ein bisschen Interesse für diese Zeit und diese Persönlichkeiten mitbringen. Aber man kann sich den schon definitiv ansehen, würde ich sagen. Der ist deutlich günstiger produziert als Edison, würde ich sagen. Also der hat jetzt auch nicht, solche Stars fährt er jetzt auch nicht auf, aber das ist vielleicht gar nicht mal notwendig. Und wegen des Hauptdarstellers ist es schon sehenswert. Dann hast du ja quasi schon so ein kleines Vorabfazit geliefert. Mhm. Sozusagen das Hors d'oeuvre zum Fazit. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Fazit Hauptgang. Du ja. kannst vergeben 0 bis 5 Drehstuhlmotoren. Oh, okay. Sehr reizvoll. Ja, ich vergebe mal. Ja, ist ein bisschen schwierig. Also der Film hat schon einige Längen und ist auch nicht so für jedermann. Das ist vielleicht aber auch ganz schön. Ich würde tatsächlich 3 von 5 geben. Mhm. Es ist ein solide produzierter Film, der aber trotzdem irgendwie auch seine Länge hat. Manchmal stimmt die Erzählstruktur auch noch nicht so ganz. Wer jetzt so wahnsinnig historisch interessiert ist, für denjenigen dürfte das gar nicht mal unbedingt sowas sein, beziehungsweise diejenigen, welchen dürften sich sehr durch diese, ja, inszenatorischen Kinkerlitzchen so ein bisschen rausgerissen oder alleingelassen fühlen. Halt ähnlich wie bei Outlaws einfach, ne? Ja, nee, kann man sich schon ansehen. Also was am Ende sehr schön ist, ist einfach diese Schlussmoral, da heißt es halt, ja, Tesla war halt seiner Zeit voraus und man kann eigentlich mit Fug und Recht behaupten, wir leben eigentlich in der Zeit jetzt gerade, wo von der er schon immer geträumt hat. Das ist ein sehr schöner, inspirierender Schlusssatz, wie ich finde. Und wenn man sich dann vor Augen hält, dass der Mann, ich glaube, 1943 ist er erst gestorben, im Alter von 87 Jahren, völlig mittellos, pleite und ganz alleine in einem New Yorker Apartment. Und da ist es doch ganz schön, dass man ihm jetzt, ja, so, ja gut, nicht 100 Jahre später, aber dass er jetzt doch mal irgendwie auch mehr Platz für sich eingeräumt bekommen hat in einem eigenen Film, statt jetzt immer nur die Nebengeige zu spielen in sowas wie Prestige oder Edison. Er kann jetzt oben im Himmel sagen, ha, Edison, mein Film ist besser. Ja, ich hab einen Film und ich habe 2 Automarken, ihr könnt mir gar nichts, ne? Okay, gut, dann danke ich für deine Meinung. Ja. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ja, wenn hier noch jemand zuhört. Ich danke mir fürs Moderieren. Ich finde, ich habe es wieder hervorragend gemacht. Ja, das war, also für sämtliche Podcast-Preise sind, glaube ich, jetzt schon die Nominierungen raus, habe ich das Gefühl. Ja, danke. Aber ich kenne mein Glück. Wahrscheinlich gewinnt wieder Meryl Streep. Naja, gut. Dann danke ich auch dir nochmal. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Exil, der am 20. August 2020 in dem einen oder anderen deutschen Kino anlaufen dürfte. Ein Film, von dem ich keinen blassen Schimmer habe, worum es eigentlich geht. Im Gegensatz zu dem Exilanten beim Telestammtisch. Moinsen Andi, groß nach München. Moin, moin. Servus. Hi. Hi. Du hast mal wieder eine Presseverführung wahrgenommen, ne? Ja, endlich. Die erste seit diesem ganzen Lockdown. Gedöns und war sehr froh, mal wieder ins Kino zu gehen und dann gleich einen doch sehr sehenswerten Film rausgepickt zu haben. Erzähl mal, wie war es denn ganz kurz mal für mich, die Presseverführung, wie laufen die aktuell ab, wie ist die Stimmung, wie ist der Austausch mit den Kollegen? Ach, es war nicht so viel los, was jetzt aber, eigentlich war es so wie immer, weil das war eine Vormittagsvorstellung und es waren halt sowieso nur, sagen wir mal, 10 Leute da. Die haben sich natürlich alle schön brav über das komplette Kino verteilt und beim Reingehen Mundschutz und Hände desinfizieren und den ganzen Sachen Dings. Aber jetzt, sonst war das jetzt für mich Pressevorführung vormittags kein großes neues Erlebnis. Also wie gesagt, ist jetzt ja auch kein Blockbuster gewesen, kleiner deutscher Indie-Film, würde ich jetzt mal behaupten. Und da war das jetzt eigentlich nicht besonders anders. Also ich denke mal, das wäre letztes Jahr ähnlich abgelaufen zu dem Film.
Okay, also keine Steigerung oder gar einen Abfall in der Besucherzahl. Vormittags sind die PVs so eher so schlecht besucht, das kann man schon sagen. Ja, ja, schon. Und danach haben wir uns schon noch im Innenhof vom City-Kino mit zwei Kolleginnen, irgendwie mit Mundschutz zwar, aber haben uns doch noch kurz über den Film unterhalten, denn ich finde, der Film gibt da einiges her. Sehr diskussionswürdig, sage ich mal. Den Trailer habe ich schon gesehen. Ich habe so eine grobe Ahnung, wovon der Film handelt. Erzähl mal, was ist die Story? Ja, weil du gerade den Trailer angesprochen hast, also liebe Zuhörer, ihr könnt euch aber auf jeden Fall auf YouTube den Trailer anschauen, denn ich finde, dass es wirklich einer der besten Trailer ist, die ich seit langem gesehen habe, weil der wirklich die Essenz dieses Films und auch schon stilistisch sehr viel aus dem Film aufgreift. Aber erstmal zur Handlung. Also ja, wie du schon gesagt hast, der kommt am 20. August raus, ist von Visa Morina, den ich persönlich jetzt noch nicht kannte, und es spielt mit Mizel Maticevic. Kannte ich auch noch nicht. Sandra Hüller und Rainer Bock spielen mit, die kennt man. Also Sandra Hüller war ja in Toni Erdmann dabei und Rainer Bock, musste ich ein bisschen überlegen, der hat so ein sehr markantes Gesicht, aber der hat auf jeden Fall in den Glorious Bastards zum Beispiel mitgespielt, aber sonst halt auch bekannter deutscher Schauspieler, wahrscheinlich schon in zig Tatorten dabei gewesen, aber egal, guter Cast, muss man auf jeden Fall sagen. Es geht auf jeden Fall, also das große Thema dieses Films ist halt Alltagsrassismus, kann man sagen. Also Mizel Maticevic spielt Jafar Xavier. Das ist ein bisschen peinlich jetzt, weil in dem Film geht es unter anderem auch darum, dass sein Name immer falsch ausgesprochen wird, was ihn auf Dauer sehr nervt. Deswegen tut es mir jetzt leid, wenn ich das auch tue. Aber genau, er ist halt eigentlich ein sehr gut integrierter Bürger, sagen wir mal, um dieses tolle Wort heranzuziehen. Er hat halt einen ganz guten Job in der Pharmaindustrie, hat eine Frau, drei Kinder, wohnt in einem Haus mit Vorgarten und dem ganzen Gedöns, kommt aus dem Kosovo. Spricht aber eigentlich sehr gut Deutsch, hat noch so einen kleinen Akzent, würde ich mal sagen. Und es geht damit los, dass er bei einem neuen Projekt seiner Firma große Verantwortung hat, wird aber zum Beispiel immer in den falschen Meetingraum bestellt. Also der Meetingraum wird verlegt oder so. Er kriegt aber immer diese eine E-Mail nicht. Oder er kriegt irgendwelche Daten nicht oder so. Und ihm kommt es halt irgendwann komisch vor. Und es häufen sich kleine Vorkommnisse, die ihn einfach so ein bisschen zermürben, wo er dann halt auch dann zu Hause, er kommt immer gestresst nach Hause und sagt dann halt seiner Frau und klagt ihr immer sein Leid, so hey Leute, irgendwie in der Arbeit ist alles so komisch und ich glaube, die diskriminieren mich, sagen wir mal so. Und sie sagt dann halt auch immer so, hey, jetzt schiebst doch nicht alles auf diese Opferrolle so ungefähr, vielleicht mögen die dich einfach nicht, weil du ein Penner bist, so ungefähr. Sehr charmant auf jeden Fall, aber auf jeden Fall wird es immer krasser und dann, was man auch schon im Trailer schon sieht, geht es halt dann irgendwann so weit, dass er arbeitet ja in so einem Pharmakonzern, wo es auch Labore gibt und so und dann irgendwelche Testratten irgendwann mal verschwinden. Irgendwann hat er dann eine Ratte im Briefkasten oder sogar an so einer Art Mini-Galgen an seinem Gartentor hängen oder so. Und was man auch schon im Trailer sieht, wie gesagt, ich will da nichts vorwegnehmen, aber es ist im Trailer schon drin, irgendwann hat er sein kleines Kind, ein Jahr alt, keine Ahnung, auf dem Arm, geht vor die Tür, weil irgendwas war, irgendein Geräusch oder so, und dann steht vor dem Haus irgendwie der Kinderwagen in Flammen und so. Also hier ganz klar wird er da terrorisiert halt irgendwie. Und deswegen geht er dann immer wieder in die Arbeit. Für ihn ist klar, irgendjemand in der Arbeit muss das sein, der ihn da so terrorisiert, weil diese Ratten sind ja aus der Arbeit entnommen und so. Und alles, was dann passiert, alles, was irgendwie komisch ist und so, schiebt er halt auf dieses Mobbing und Dings, kommt dann aber nach und nach halt, ist so ein bisschen nicht klar, ob er sich das eventuell wirklich einbildet, in Anführungszeichen, weil ich meine, dieser Kinderwagen war da, der hat gebrannt, diese Ratten sind da und so, also irgendwas ist da, woher das aber kommt, wird im Laufe des Films so ein bisschen verwirrend, kann man sagen. Gibt es aber am Ende des Films denn Antworten auf all die Fragen, die man sich stellt? Als zuschauende Person. Ich habe mir das auf eine Weise hergeleitet, die sehr, fand ich, krass war irgendwie. Also, dass seine Vermutungen dann doch halt nicht so gestimmt haben, nicht ganz so, wie er sich's vorgestellt hat. Also, er wird schlecht behandelt. Was aber gut ist bei dem Film, finde ich, dass er nicht nur in dieser Opferrolle ist. Erstens fand ich diesen Schauspieler Mizel Maticevic großartig, wie er es spielt, weil er ist
er ist schon ein starker Charakter und wie er auch teilweise diese Situationen noch weglächelt, kann man schon sagen, und er versucht drüber zu stehen, aber es nagt sehr an ihm. Also das spielt er total gut, finde ich. Und er ist aber auch, er leistet sich auch Fehltritte. Also er hat halt eine Affäre in der Arbeit, kann man schon mal sagen. Das sieht man auch im Trailer ein bisschen angedeutet, mit einer, ich glaube, so eine Putzfrau, die kommt, glaube ich, auch aus dem Kosovo oder so. Und mit der connectet er vielleicht deswegen so ein bisschen mehr, keine Ahnung. Aber dass er natürlich mit ihr ein Verhältnis hat, obwohl er zu Hause eine Frau und drei Kinder hat, ist natürlich nicht so cool. Und so ein, zwei Geschichten gibt es noch, wo er nicht der strahlende Held in Anführungszeichen ist und halt dieses Opfer, was nur auf den nur eingedroschen wird. Also er ist schon auch ein bisschen zwiespältig als Charakter, finde ich. Aber also es ist interessant, wie du ihn so beschreibst. Also ich muss sagen, natürlich ist das ein Film, wenn man den Trailer gesehen hat, könnte man erst einmal glauben, okay, hier geht es rein um Alltagsrassismus und das ist natürlich dann interessant verpackt und das sieht man im Trailer auch schon ganz gut. Es gibt also sich wiederholende Szenen, die wahrscheinlich dieses Thema des Alltäglichen noch so ein bisschen unterstreichen sollen, könnte ich mir vorstellen. Sie tauchen diese Wiederholung auch im Film auf? Ist das Teil davon? Ja, genau. Deswegen meinte ich, dieser Trailer ist so gut, weil also es gibt diese Wiederholungen, die jetzt im Trailer sind, also dass gleiche Szenen nochmal kommen, das passiert dann nicht. Aber du hast zum Beispiel immer wieder so eine Kameraeinstellung von ihm hinten, so ein Close-up, wie er durch diese langen Gänge in der Arbeit läuft, von einem Raum zum anderen, muss dann irgendwo hin, um irgendwelche Werte abzuholen, muss das wieder machen, läuft von einem Raum zum anderen, weil er dann eine falsche Info hat und so. Und es ist richtig zermürbend. Also ich habe auch zu der Pressedame danach gesagt, hey, wie lang war der Film? Der kam mir irgendwie unendlich lang vor, aber jetzt gar nicht so negativ, sondern dieses Zermürbende und Wiederholende und so, was halt eben sein Gefühl bestimmt auch ist, bringt dieser Film einfach perfekt rüber durch Kameraeinstellungen, durch auch das Sounddesign. Du hast die ganze Zeit auch im Trailer zu hören, so ein Ticken und keine Filmmusik, eher so perkussive Elemente, die halt eher so eben wie so eine Uhr, die tickt, oder teilweise dann eben auch wird es lauter und so, und dann denkst du die ganze Zeit wie so eine Zeitbombe, also eher halt kurz vorm Explodieren so ungefähr. Also ich fand es stilistisch auch sehr cool, und was auch noch ein stilistischer Kniff war, den ich ganz interessant fand, es ist die ganze Zeit, es wird überhaupt nicht thematisiert, aber alle schwitzen immer so dezent. Überall sind so Ventilatoren in den Büros und so, und bei diesen Close-Ups siehst du immer, dass die Hemdkrägen und so schon so ein bisschen angeschwitzt und angesifft sind und so, und das unterstützt einfach diese eklige, aufgehitzte Stimmung. Also ich fand den stilistisch, ich bin überhaupt nicht so, dass ich da immer drauf achte, aber in dem Film fand ich es halt so offensichtlich, dass er da Sachen eingesetzt hat, die für mich halt symbolisch auch klar waren halt, und das fand ich super. Also Andi, du hast es auf jeden Fall geschafft, hier dem Film mit deiner Besprechung bis jetzt noch deutlich Facetten zu verleihen, die ich absolut nicht erwartet hätte. Ganz im Gegenteil. Gerade, dass es hier nicht nur ganz klassisch schwarz und weiß gibt, sondern gerade unser Protagonist hier scheinbar eben jetzt auch nicht, sag ich mal, nur das weiße Schaf ist, sondern vielleicht auch der Wolf im Schafspelz oder zumindest auch negative beziehungsweise, sagen wir mal, ambivalente Positionen auch einnimmt. Das finde ich ganz cool. Und auch, wie du so ein bisschen die Stilistik beschreibst, das ist ja letztlich so ein Büroalltag, in dem so Alltagsrassismus natürlich eine Rolle spielen kann, der aber, und das ist die nächste Überraschung, scheinbar der Film sich nicht nur in diesem Alltagsrassismus ergeht, sondern hier eben noch deutlich krassere Schritte eingeht, also mit dem brennenden Kinderwagen, mit eben diesen Ratten im Briefkasten, alles im Trailer zu sehen, das sind ja dann schon, das ist ja dann ganz eindeutig, dass es hier nicht einfach nur eine alltägliche, sich eingeschlichene Diskriminierung ist, die man jetzt so aus dem Trailer, also ich meine, wüsste ich jetzt nicht, dass das jetzt ja jemand ist mit einem Nachnamen, den ich vorher noch nicht gehört hätte, hätte ich da jetzt überhaupt nichts mit Migrationshintergrund oder so vermutet, insofern ganz spannend, interessante Situation, vielleicht noch so, Frage jetzt auch zum Schluss, inwiefern ist es denn letztlich jetzt wirklich ein Kommentar auf die aktuellen, sag ich mal, Tendenzen, die sich jetzt hier auch in der deutschen Gesellschaft bemerkbar machen, gerade dieses Alltagsrassistische, ist es wirklich ein Kommentar auf alltägliche Situationen in unserem Land oder geht der noch deutliche Schritte drüber hinaus? Ist das vielleicht nur ein Aufhänger? Doch, ich fand schon, dass der gerade zur heutigen Zeit sehr wichtig ist, weil obwohl, wie gesagt, er nicht ganz unschuldig ist und obwohl ich eventuell bei meiner Interpretation des Endes, wie gesagt, andere Filmkritiker haben das vielleicht schneller gecheckt und es ist deutlicher oder klarer, also dass alles, was ihm widerfährt, eventuell sogar damit zusammenhängt, also dass er das so
dass er daran selber schuld ist eventuell und dass er sich diese Opferrolle nur einbildet, das könnte sein, ist egal. Trotzdem sieht man in dem Film sehr deutlich, was das mit einem macht, wenn man ständig auf irgendwas angesprochen wird, auf die Herkunft, dass niemand immer den Namen, also wo es so eine neue Vorstellungsrunde der neuen Kollegen gibt, sieht man glaube ich auch schon im Trailer angedeutet, dass er dann seinen Namen halt immer viermal wiederholen muss und alle anderen halt nicht und so. Und was das mit einem macht, dass der wirklich durchdreht. Irgendwann glaubt er auch, dass seine Frau ihn betrügt und so, nur weil mal der Klodeckel hochgeklappt ist. Ich meine, dass seine Frau schwanger ist und sie vielleicht mal übergeben muss und so vergisst er. Keine Ahnung. Also der dreht wirklich voll am Rad. Und das wird in dem Film sehr gut gezeigt, was das mit einem macht. Und ich meine, heutzutage jetzt mit dieser Rassismusdebatte und so, haben wir öfter irgendwelche Zitate von andersfarbigen, sag ich jetzt mal, oder anders herkünftigen und so, die dann halt davon berichten und dann siehst du teilweise in Facebook-Kommentaren, hey Alter, ist doch nicht so schlimm oder so, wenn du jetzt mal im Zug als einziger kontrollierst wirst, was sind denn das für First World Problems, dass man im Zug nach dem Zugticket gefragt wird, so, ja genau, da habe ich mich schon mal mit Leuten hier, mache ich eigentlich nie, aber da ist mir echt der Kragen geplatzt, so, ich dachte so, halt doch dein Maul, du weißt doch gar nicht, wie das ist, wenn halt immer nur du ausgepickt wirst und immer nur du das und das gefragt wirst und so. Deswegen, ich habe da schon viele Themen, die zurzeit so in Social Media und so unterwegs sind, wiedergefunden, auch eben so Sätze, die er dann sagt, die seine Frau dann wieder zu ihm sagt und so. Ich fand es schon sehr spannend und sehr alltagsnah, würde ich mal sagen. Also wie gesagt, man kann sich selber halt nicht so gut hineinfinden. Ich meine, ich habe auch einen komischen Nachnamen, aber ich habe damit jetzt kein Problem oder so. Aber, ganz tollen Nachnamen, Andi, lass mal nichts einreden. Aber trotzdem, wie gesagt, deswegen regt es mich auf, was Sexismus, Rassismus, da gibt es ja viele Sachen. Wenn Leute, die nicht betroffen sind, das irgendwie relativieren wollen, da merkst du in dem Film sehr schnell, sollte man nicht machen, weil man sich da nicht reinversetzen kann. Und der Film zeigt ganz deutlich, was das mit den Opfern, sage ich mal, macht, auch wenn das teilweise eben nicht die krassen Sachen sind. Also ich meine, hier Kinderwagen anbrennen, Ratten im Briefkasten, das sind die krassen Sachen, die in dem Film passieren. Aber die unterschwelligen Sachen, die immer sich wiederholenden Kleinigkeiten und so, dass die einen auch zermürben, das zeigt dieser Film sehr deutlich. Deswegen fand ich das sehr gut, ja. Gibt es eigentlich noch andere, sag ich mal, Nicht-Sauerkraut-Deutsche in dem Film oder ist er so der Einzige in dieser Position? Also wie gesagt, es gibt noch die Putzfrau, der ja, er auch immer helfen muss und das fand ich, das hat mich ein bisschen an Parasite erinnert, weil das war nämlich witzig, weil sie ist halt, ich weiß nicht, ich sag's jetzt vielleicht ein bisschen flapsig, aber sie ist ja nochmal eine Stufe drunter, sie ist ja nur die Putzkraft in dem Film und man sieht dann später auch, wie sie lebt und was da so los ist bei ihr zu Hause und er ist ja eigentlich besser situiert, fühlt sich aber als Opfer, aber wo es ihm dann richtig scheiße geht, dann hilft er ihr irgendwann auch nicht mehr. Also so dieses Ellbogenmentalität zwischen den, in Parasite sind es halt dann eben die Armen, die den Armen, noch Ärmeren auch nichts gönnen und so. Und das hatte ich dann in dem Film auch ein bisschen das Gefühl. Weißt du, dass die dann auch nicht mehr total zusammenhalten, sondern dann auch mal ein bisschen gegeneinander. Weißt du, was ich meine? Egal, ich will da nicht zu viel verraten. Aber sonst, es gibt da schon mehrere Facetten, sag ich mal. Alles klar. Ja, prima, dann ist ja gekommen der Moment, wo wir uns vielleicht über ein Fazit unterhalten sollten, oder? Ja, gerne. Alles, was ich schon gesagt habe, ich halte das mal recht kurz. Also ich fand den gesellschaftlich und aktuell total spannend, fand ihn aber halt auch, was ich schon angesprochen habe, was Sounddesign, Kamera und Stilistik halt einfach angeht, auch total gut gemacht. Ich meine, man muss da schon Bock drauf haben. Er ist jetzt nicht ganz so unterhaltsam, in Anführungszeichen, wie Parasite. Er ist schon sehr zermürbend und teilweise eben ein bisschen langatmig, was ich glaube aber Absicht ist. Also, dass sich eben diese Zermürbung und dieses Gefühl halt einfach so niederschlägt. Deswegen, man muss da schon Bock drauf haben. Es ist kein Wohlfühlfilm, habe ich auch zu der Pressedame dann gesagt. So, es ist kein schöner Film, aber es ist ein guter Film. Also, es ist kein Sommer-Gute-Laune-Film auf jeden Fall, aber es ist ein super Film und ich gebe ihm 4 von 5 Punkten. Super gut. Ich bin mal gespannt, wo man den sehen können wird. Ja. Wo man den auch eigentlich herkriegt. Ist ja auch ein Film, den würde ich jetzt so schnell zum Beispiel nicht auf, keine Ahnung, Netflix erwarten. Ich glaube, dass dem noch zugute kommt, der lief ja auf dem Sundance Film Festival. Ja.
Also ich glaube schon, dass der in Programmkinos und in Arthouse-Kinos auf jeden Fall läuft. Also der wird da nicht untergehen oder irgendwie nur auf sonst wo rauskommen. Also ich glaube, in Kinos, die für sowas gemacht sind, läuft er auf jeden Fall. Also er wird jetzt nicht im Cineplex laufen natürlich, aber wenn man Lust hat, den Film zu sehen, und ich hoffe, das machen ganz viele, weil ich will über den Film nochmal mit jemandem reden, der ihn auch gesehen hat. Also nichts gegen dich, Andi, du bist mein toller Du machst dich ganz. Nein, aber eben über das Ende und so würde ich da gerne nochmal quatschen. Ich glaube auf jeden Fall, wenn man ihn sehen will, kann man ihn auch im Kino sehen. Das wollte ich damit sagen, ja. Ja, super gut. Andi, dann danke ich dir vielmals. Ja, danke auch. Und freue mich auf unsere nächste Besprechung, gell? Ich auch. Ich freue mich. Arrivederci, bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Determinismus oder freier Wille? Die Fragen stellen sich nicht nur Serien wie Westworld, die wir ja unlängst besprochen haben, sondern auch Devs. In diesem Fall auch von jemandem, den man eigentlich eher aus dem Kino kennt, nämlich Alex Garland. Diese Serie startet am 19. August endlich auch hier in Deutschland, nachdem die zuvor relativ US-exklusiv und nur bei Hulu zu sehen war. Ich hatte, beziehungsweise wir hatten das Vergnügen, die ersten 5 Folgen schon vorab sehen zu können. Und wer sind wir? Zum einen ich, der Dom, und zum anderen der Marco. Hallo. Und der Patrick. Hi. Ja, Devs. Ich hatte mich sehr gefreut auf diese Serie. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich hatte da mal irgendwie ansatzweise von gehört, weil ich Alex Garland grundsätzlich ziemlich interessant finde. Er halt als Filmemacher. Und das immer sehr spannend ist, wenn Filmemacher eben den Sprung in die Serienlandschaft machen. Wie sieht das bei euch aus oder bei dir, Marco? Genau, ich habe Alex Garland schon vorher sozusagen als Drehbuchautoren so wahrgenommen und fand auch, sag ich mal, seine Geschichten, die er halt irgendwo zur Verfügung gestellt hat oder die Drehbücher, die er geschrieben hat, fand ich immer sehr interessant. Und mit Ex Machina hat er für mich einen Science-Fiction-Film, also einen Weltklasse-Science-Fiction-Film geschaffen, so, wo ich gesagt habe, den Typen, den möchte ich irgendwie noch weiter auf dem Schirm haben. Und da kam jetzt Devs halt tatsächlich sehr gelegen. Hattest du die Serie denn auf dem Schirm oder kam die für dich aus dem Nichts so relativ? Die kam tatsächlich aus dem Nichts. Also ich habe das gar nicht so mitgekriegt, dass er an einer Serie arbeitet, nein. Mhm. Okay, ja, er hatte ja zuletzt ja, eher so, also ist nicht so, dass er damit keinen Erfolg hatte, aber Auslöschung landete ja nicht mal mehr im Kino, ne? Und dann ist er jetzt endgültig in die Streaming-Ecke gezogen, nachdem er unfreiwillig dahin geschoben wurde vorher. Patrick, wie ist es bei dir? Ich kannte ihn tatsächlich auch von seinen früheren Drehbüchern, also The Beach, Sunshine. Und auch bei mir hat er sich dann mit Ex Machina dann zu einer Science-Fiction-Größe gemacht, die ich dann auf den Schirm hatte. Wir haben ja schon immer wieder während des Westworld Staffel 3 Casts dann darüber geredet, ey, dieser Alex Garland, der macht eine Science-Fiction-Serie, da sollten wir doch drüber sprechen. Ja. Da war ich dann auch schon relativ gehypt und hatte Bock drauf, vor allem, weil diese Serie auch, wie wir später sagen werden, ein paar Parallelen zur dritten Staffel von Westworld haben wird. Definitiv. Und deshalb bietet sich das dann an, dass, ja, zwei, also, ja gut, Marco war ja nicht dabei, aber wir beide haben ja Westworld ausgiebigst besprochen. Kann man sehr, sehr gerne reinhören. Allerdings alles natürlich völlig weggespoilert, weil Recap. Ja, Alex Garland ist für mich tatsächlich ein wahnsinnig interessanter Regisseur. Ihr habt es ja jetzt schon gerade mehrheitlich irgendwie betont, der ist ja in erster Linie eigentlich ein Drehbuchautor, seit über 20 Jahren, glaube ich, schon in Hollywood tätig, irgendwie mit, also hier The Beach zum Beispiel, da hat er ja auch den Roman zugeschrieben. Und ja, Ex Machina ist ein Film, der wurde für mich mit jeder Sichtung besser, muss ich sagen. Ich bin generell halt großer Cyberpunk-Science-Fiction-Fan, deshalb kann man mich damit sowas von kriegen. Ex Machina ist mit jedem Mal halt bei mir gewachsen und Auslöschung auch, obwohl ich Auslöschung schon so ein bisschen schwieriger fand als Ex Machina. Aber das kann man schon mal sagen, wer die beiden Filme mochte, wird sich hier sehr, sehr schnell, ja, zu Hause fühlen, kann man schon sagen, ne? Aber ja, worum geht's in Devs eigentlich? Marco, möchtest du versuchen, das vielleicht zu umreißen? Ja, na klar. Genau, in der Technikfirma Amaya,
die in San Francisco liegt, gehen merkwürdige Dinge vor. Der exzentrische Forrest, hier gespielt von Nick Offerman, betreibt mit einer sehr großen Geheimhaltung ein Sonderprogramm. Und das Ziel seiner Programmierer ist im Prinzip, in diese Devs-Abteilung zu kommen. Und der Programmierer Sergey, gespielt von Carl Glassman, hat im Prinzip ein Kunststück vollbracht, was den Forrest sehr beeindruckt hat. Und so darf er dem Devs-Programm beiwohnen. Und ja, so viel sei gesagt, er verschwindet und seine Lebensgefährtin Lily Chan, hier gespielt von Sonoya Mizuno, versucht herauszufinden, wo ihr Partner ist, was da vorgegangen ist. Und das ist so diese grobe Handlung, ja, die wir in Devs haben. Genau, angesiedelt ist das Ganze ja in einer gar nicht mal so näher definierten Zukunft. Genau. So rein von der Optik her könnte man wirklich sagen, es spielt, also wenn man jetzt mit Multiversen anrückt, dann könnte man sagen, das Ganze spielt vielleicht sogar im selben Universum wie Ex Machina. Mhm. Weiß ich nicht, also vielleicht gibt es da sogar irgendwelche Fantheorien, dass Amayo irgendwie zusammenhängt mit Blue Book, was ja in Ex Machina kam. Auch sehr, sehr zu empfehlen, der Film, ganz klar. Ja, als Hauptdarstellerin haben wir, ja, da werden wir auch schon so ein bisschen getäuscht, ne? Das hatte mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, mich hat es so an Hitchcock erinnert tatsächlich. Ich hatte mal eine Doku gesehen über Psycho. Und die Hauptdarstellerin aus Psycho, also wo man eigentlich denkt, sie ist ja Hauptdarstellerin, diese Janet Leigh, die war ja damals relativ bekannt. Also die halt aus der legendären Duschszene. Und der Clou war halt wohl wirklich, und das hat Hitchcock auch selber gesagt, ich hole mir einen Star und ich bringe ihn um. Na, und damit fährt man halt völlig gegen die Erwartungshaltung des Zuschauers, weil die stirbt halt relativ früh im Film. Ich glaube, so nach einer halben Stunde bis maximal 40 Minuten gibt die den Löffel ab unter der Dusche. Und hier ist das sogar ähnlich, weil am Anfang könnte man denken, und das hattest du wahrscheinlich auch gedacht, Marco, dass Sergey eigentlich die Hauptfigur ist, ne? Genau, so bin ich herangegangen. Ich wusste gar nichts, als ich die Serie angefangen habe. Wirklich nur, wer Regie und das Buch geschrieben hat sozusagen. Und Nick Offerman war mir auch bekannt, aber genau, ich habe gedacht, Sergey ist mein Protagonist, mit dem ich jetzt hier durch die 8 Folgen sozusagen gehe. Ja, ja, und es ist dann in Wirklichkeit seine Freundin oder genau. Frau, Freundin, keine Ahnung. Ja, Freundin, glaube ich. Genau, gespielt von dieser Sonoya Mizumuno. Die kennt man, ja, die dürften Leute auch tatsächlich aus Ex Machina und aus Auslöschung können. In Ex Machina hat sie dieses, ja, den anderen Androiden da, ne? Genau. Ich weiß. Genau, diese, ja, diesen, sagen wir es ist, die hat da eigentlich einen Sexroboter gespielt. Ja. Und in Auslöschung hatte sie da eine winzig kleine Nebenrolle. Bei Netflix war sie auch dann zu sehen in der Serie Maniac von Cary Joji Fukunaga. Und sie hatte auch eine relativ kleine Rolle in La La Land. Und das hier in Devs ist jetzt tatsächlich wohl ihre erste große Hauptrolle. Und ich muss sagen, sie macht das eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ne, das ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, eine gelernte Balletttänzerin eigentlich. Und Ex Machina war mehr oder weniger ihr Durchbruch. Und das ist, muss ich sagen, das finde ich schon halt generell sehr sympathisch, dass Alex Garland auch jemand ist, der sich mit Weggefährten einfach umgibt. Ja, ne? Ja. Und sie macht das wirklich, wirklich gut. Kann man nicht anders sagen. Es gibt auch Stellen, da spielt sie sehr gut eine innere Zerrissenheit. Und gerade da trumpft sie auf, weil da hat man wirklich das Gefühl, sie hängt da zwischen den Seilen. Ja, aber sie spielt, also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, weil wir haben ja nur die ersten 4 bis 5 Folgen gesehen, sollten wir dazu sagen. Und da gibt es eine Szene, wo sie eigentlich fast schon Overacting betreibt, es aber trotzdem glaubwürdig bleibt, weil es für die Figuren um sie herum in dem Moment glaubhaft wirkt. Und das fand ich ziemlich bemerkenswert von einer, die halt, ja, Hand aufs Herz, keine ausgebildete Schauspielerin ist. Na, das ist schon ziemlich bemerkenswert. Also, weiß ich, wenn man jetzt mal guckt, die hat halt
nichts so, so war. Ja gut, Crazy Rich war sie noch drin anscheinend. Ja gut, als Asiatin, ne? Keine Ahnung. Ohne das jetzt irgendwie abwertend zu meinen. Aber auch, das kann man ja sagen, der Hauptdarsteller von Parasite ist ja auch kein gelernter Darsteller. Manchmal hat man bei solchen Leuten dann vielleicht die authentischeren Ergebnisse. Ja klar, es gibt ja etliche Schauspieler, weiß nicht, bestes Beispiel, Brad Pitt zum Beispiel, hat nie eine Schauspielschule besucht. DiCaprio, beides Oscar-Preisträger. Mhm. Ne? Also da muss man nichts sagen. Und natürlich steht und fällt sowas dann natürlich auch bei solchen Darstellern mit der Regie. Ja. Es geht ja aber halt noch weiter. Wir haben ja als ja, CEO von Amayo Technologies mehr oder weniger, ist, glaube ich, eine Biotech-Company, soweit ich weiß. Und spielt auch in Silicon Valley, also das passt da absolut rein in diese Yuppie-Gegend, auch dieses seltsame Gebäude, also das passt da wie Arsch auf Eimer und fällt nicht besonders auf da. Ja, vor allem wie Nick Offerman dann, also nicht direkt eingeführt wird, aber wie er zum ersten Mal seinen Auftritt hat vor Sergey und seinem Startup-Team, was ihm ja was vorstellt, da schaufelt der sich halt irgendwie nebenbei so Salat rein. Ne? Hm. Und wirkt halt überhaupt nicht wie so ein Silicon Valley-Typ. Und der ist auch wirklich schön gegen den Strich besetzt. Und Nick Offerman, den kennt man ja halt eher, ja, weiß ich nicht, aus so Comedy-Zeugs. Ne? Parks and Recreation. Genau, Fargo. Er hat allerdings auch schon, den haben wir auch schon hier beim Telestammtisch jetzt unlängst besprochen, Lucy in the Sky hatte er auch eine Rolle. Der Film ist übrigens nicht zu empfehlen. Aber dazu in dem eigentlich sehr guten Podcast von Chef Andy Stu und meiner Wenigkeit mehr. Aber Nick Offerman macht sich hier tatsächlich ziemlich gut. Das habe ich ihm nicht zugetraut. Ich finde, er hat eine wahnsinnige Präsenz. Mhm. Und vor allem finde ich, also man sieht ihn relativ häufig. Sein Mienenspiel ist jetzt gar nicht mal so wahnsinnig ausgeprägt. Er arbeitet unglaublich mit der Stimme in dieser Rolle, finde ich. Mhm. Wenn du das mit seiner Rolle tatsächlich aus Parks and Recreation oder aus diesen beiden Remakes von 21 und 22 Jump Street vergleichst, da nimmt er sich im Vergleich dazu relativ zurück. Ja. Und gerade das macht das aus, dass du merkst, er ist irgendwie so eine gebrochene Person. Er weiß irgendwie mehr, als er zugibt. Es ist eher so das, was er nicht ausspielt, was es dann interessanter macht. Also gerade diese geheimnisvolle Aura, die ihn dann umgibt, macht das interessanter in der Rolle für mich aus. Ja, die spiegelt dann, also auch die Umgebung spiegelt dann durchaus auch seinen Charakter wieder. Ne? Also das Ganze erinnert auch wieder an Ex Machina. Diese ganze Anlage ist gelegen, ja, zwischen malerischen Bäumen und so weiter. Also es erinnert auch, also in Ex Machina dieses Haus, beziehungsweise eigentlich eher Forschungseinrichtung von Oscar Isaac, die war ja auch wirklich mitten in der Natur. Und hier ist das auch so. Und dann gibt's aber eben noch mal diese Einrichtung, ja, wo dieses Devs-Projekt vonstatten geht. Und die ist ja wirklich so, die ist zum einen umgeben von einem Faradayschen Käfig. Na, also so von Faradayscher Käfig ist ja, das halt nichts nach außen dringt, ne, sozusagen eigentlich hermetisch abgeriegelt, also was Datenverkehr und so weiter angeht. Aber wie das dann innen drin designt ist, das sieht halt wiederum auch aus wie ein Faradayscher Käfig, gekreuzt mit sowas wie Cube oder so. Na, und in dieser sehr eigenen Optik, Beleuchtung, die man eben auch aus sowas wie Ex Machina kennt, ne. Generell ist es halt der Look wirklich, es ist unverkennbar. Also allein schon auch die Außenaufnahmen. Das Ganze hat auch immer so einen leichten, ja, sage ich mal, also insbesondere so die Kleidung auch bei den Figuren. Es hat bei allen irgendwie so einen leichten Hipster-Look. Hm. Und es ist auch so eben so dieses, ja, Hipster Silicon Valley und so, ne? Man sieht es ja auch bei Nick Offermans Figur, dass der eigentlich eher wirkt halt wie so ein, ja, wie so ein Nerd und nicht unbedingt jetzt wie so ein mega millionenschwerer, milliardenschwerer CEO im Silicon Valley, ne? Also es ist nicht Elon Musk, davon ist er weit entfernt. Nee, absolut nicht. Das, ich gucke auch gerade mal, ja, stimmt, es gab Nominierungen für die Serie. Unter anderem auch für die Kamera von Rob Hardy, der ja auch so wirklich schon seit Jahren mit Alex Garland arbeitet. Der hat ja zuletzt auch Mission Impossible Fallout die Kamera gehabt und hat sowohl Ex Machina als auch Auslöschung geschossen,
Na, und beziehungsweise saß hinter der Kamera und das merkt man schon sehr. Da ist einfach sehr die Handschrift von ihm und auch von Garland vorhanden. Ja. Generell muss man sagen, dass die Serie schon, also die sieht schon ziemlich hochwertig aus, ne? Insbesondere in diesen Szenen, die in diesem Devs-Domizil spielen. Und das Ganze hat, das ist mir schon eigentlich im Piloten, fällt es eigentlich schon auf, das Ganze hat einen sehr cinematischen Look. Und auch wenn man sich so den Abspann ansieht, das hat eigentlich eher was von einem Kinofilm. In dem Fall halt ein 8-stündiger Kinofilm. Genau, so dürfte man das Ganze auch beurteilen, mehr oder weniger. Das ist allerdings auch so ein bisschen Fluch und Segen, weil während man so die Hochwertigkeit eines Kinofilms hat von der Produktion her, wenn jetzt auch nicht, also die Besetzung ist jetzt keine B-Besetzung, aber es sind jetzt halt nicht so die ganz großen Stars, wie jetzt zum Beispiel bei Westworld. Was dann aber auch damit einhergeht, ist so die Erzählweise, ne? Und die hat man dann auch, also ich trete mal so ein bisschen die Tür ein, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte immer so den Gedanken, was wäre eigentlich, wenn das jetzt ein, ja, 2 Stunden Kinofilm wäre? Oder sagen wir es auf einen epischen 3 Stunden Kinofilm runtergedampft, das wäre ja auch schon gut möglich gewesen. Gerade bei dem Thema und allem, was die sich da vorgenommen haben. Es ist jetzt schon ein größeres, epischeres Unterfangen, aber ich habe mich auch gefragt, hätten das nicht 3 Stunden eher gereicht oder musste man das jetzt wirklich auf diese 8 Stunden ausdehnen? Ja, es sind ja 6 Stunden 49, aber das ist schon, ja, ist schon sehr viel. Wir haben ja noch nicht alles gesehen, das müssen wir ja sagen, aber genau. Ich muss zugeben, also so toll die Optik ist und das auch das Sounddesign, das ist, oder die Musik, das ist auch wieder von Jeff Barrow und Ben Salisbury, die ja auch schon bei Ex Machina und Auswahl schon mit dabei waren. Das hat schon was, insbesondere in den Piloten. Das hat eine Sogwirkung, das kann man nicht anders sagen. Aber ja, die Erzählweise ist so ein bisschen schwierig, ne? Also das Ganze ist sehr entschleunigt erzählt. Also jetzt war jetzt auch nicht so extrem wie Too Old to Die Young von Nicholas Winding Refn letztes Jahr. Aber ja, man muss sagen, also wir haben ja jetzt irgendwie so rund so 4 bis 5 Stunden gesehen. Und das, was da halt an Handlung ist, ja, dafür ist es dann doch ein bisschen dürftig, ne? Ja, sehe ich auch so. Ich finde, für mich machen da tatsächlich die Charaktere doch noch ein bisschen mehr dann wett, so. Ne, auch der, ich sag mal jetzt, der Sicherheitschef hier, Zach Grenier, der hat die Rolle Kenton. Den finde ich halt klasse. Also der spielt es zum einen richtig stark und ich finde, jedes Mal, wenn er dabei ist, war ich auch voll mit dabei und in manchen Situationen hat durch ihn, sag ich mal, die Serie auch noch mal ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Und generell so ein paar Gespanne fand ich auch sehr harmonisch irgendwie da drin, wo ich gesagt habe, so, das zeichnet gerade vielleicht die erste Hälfte aus, so dieses wirklich, ja, erstmal dieser Charakteraufbau dann, ne? Aber generell, so wie du sagst, so die Geschichte ist sehr, ja, slow burn, also sehr langsam und behäbig erzählt. Ich glaube schon, dass manche da vielleicht so, ja, keine Geduld mit der Serie haben, aber ich glaube schon, dass es sich bis zum Ende lohnt, sie zu gucken, um da mal schon vorweg jetzt ein Fazit irgendwie mal zu nehmen. So. Ja, also man bleibt schon irgendwo dran, das muss man schon sagen, aber es ist so ein bisschen, man muss sagen, also so von der Erzählweise ist der Pilot sogar noch am, ja, flottesten, könnte man sagen, weil halt in den darauffolgenden 3 Folgen es ist nicht so, dass nichts passiert, aber es ist halt so, du fragst dich halt ständig, hättest du jetzt diese Zeit investieren müssen, um das und das an Handlung zu erzählen? Ich muss mich allerdings anschließen, ich finde diesen Zach Grenier auch ziemlich klasse, der erinnert mich auch wiederum an eine durchaus gar nicht mal so unähnliche Figur in der 3. Staffel Westworld. Patrick wird wissen, wen ich meine. Ja. Auch bekannt, glaube ich, du meintest, der ist auch, glaube ich, bekannt aus Sons of Anarchy, der Schauspieler, ne? Ach, genau, ja. Also hier, ich weiß jetzt leider nicht den Namen, aber egal. Sonst gerne in unser Westworld-Cast reinhören. So. ja, was kann man noch sagen? Also für wen ist die Serie was? Was würdet ihr sagen?
Ich würde sagen, für Fans von Alex Garland, die seine Optik mögen und sich darin auch gern mal ein bisschen suhlen, weil das macht diese Serie tatsächlich. Und wir hatten da wirklich so diesen Nachteil, also wir haben nicht so den großen Eindruck bekommen, weil teilweise was entschleunigt und dann, als die Handlung in die Puschen gekommen ist, da waren diese 5 Folgen auch schon rum und man hatte das Gefühl, man hat einen zerstückelten Kinofilm gesehen oder die Pressevorführung wurde abgebrochen und du hast so den Film kurz vor den bahnbrechenden Twist oder vor dem dramaturgischen Knackpunkt verlassen müssen. Deswegen fällt die Bewertung da jetzt schwer, aber Alex Garland-Fans sollten auf jeden Fall reinschauen. Die darstellerischen Leistungen, die sind auf jeden Fall sehenswert. Mhm. Die Bildsprache, die hat teilweise schon zusammen mit der Musikuntermalung was Hypnotisches. Ja. Diese Fragen, die aufgeworfen werden, die sind mir bisher so ein bisschen zu sehr im Hintergrund behandelt worden. Da hätte ich gern mehr davon gehört auch und gesehen. Aber es ist dann tatsächlich so für Freunde der anspruchsvollen, langsam erzählten Unterhaltung, würde ich sagen. Ja, vor allem auch Leute, die so Slowburn Sci-Fi mögen. Also man kann schon sagen, wenn ihr Ex Machina mochtet, wenn ihr Auslöscher mochtet, im Grunde ist die Serie eigentlich beides zusammengeschmissen. Also so optisch und auch von den Grundthemen her. Dazu kommt dann halt noch so ein bisschen sowas, ja, Kryptisches durchaus. Wobei das hatte auch Auslöschung eigentlich, ne? Mir ist es tatsächlich zu kryptisch bislang. Auch wenn es wahnsinnig interessante Fragen sind, die Serie aufwirft. Mhm. Dabei bleibt es aber bislang so ein bisschen. Die Fragen sind interessant, aber schweben so ein bisschen im Raum. Also man muss ja dazu sagen, eigentlich teilt sich das Ganze ja so in zwei Handlungsebenen. Wir haben zum einen halt Lily Chan, die eben das Verschwinden ihres Freundes so detektivisch eigentlich schon verfolgen will, ne, oder untersuchen will. Und zum anderen haben wir eben immer wieder diese Rückgriffe auf dieses Devs-Team, was dann auch teilweise wirklich etwas seltsame Erfolge feiert, sagen wir es mal so. Ja. Da können wir jetzt halt nicht ohne zu spoilern. Wir werden auch, das können wir hier schon mal sagen, also wir haben jetzt hier im Vorgespräch haben wir relativ lange rumlamentiert und dann jetzt doch hier entschieden, so ein bisschen so ein Appetizer-Cast jetzt hier zu machen. Wir werden aber, wenn die Staffel durch ist, und das wird wahrscheinlich so im Oktober der Fall sein, werden wir noch mal eine Gesamtbesprechung zur ganzen Serie machen, weil wir sind, glaube ich, jetzt so alle drei so langsam zu der Erkenntnis gekommen, dass man die Serie sehr schwer aufgrund der ersten Hälfte nur beurteilen kann und das vielleicht auch nicht sollte, ne? Genau. Richtig. Okay, ja, dann würde ich sagen, sparen wir uns jetzt eigentlich ein Fazit. Also ich würde sagen, man kann definitiv reingucken. Man muss aber schon empfänglich sein für diese Art von Sci-Fi und auch für diese wirklich sehr entschleunigte Erzählweise. Und ich bin mir nicht sicher, ob die meisten Leute die Geduld dafür aufbringen. Mhm. Und ich kann leider eben auch noch nicht sagen, ob am Ende der Payoff einfach gegeben ist. Wobei man schon sagen muss, es ist eigentlich schon so, ja, wegen der optischen Inszenierung und wegen der Schauspieler durchaus sehenswert für sich betrachtet. Ja. Ja. Marco, hast du noch abschließende Worte? Nee, eigentlich nicht. Ich würde mich nur wiederholen. Ich kann halt auch kein abschließendes Fazit ziehen und würde die Serie auch, ja, eigentlich sehr empfehlen. Weiß bloß noch nicht, worauf es hinausläuft, ja. Aber das werden wir dann ja im Oktober dann sehen. Ja, das ist so ein bisschen einfach das Problem. Diese Serie, die ist so ein bisschen so eine Blackbox eigentlich, ja, ne? Die gibt sich die ganze Zeit so mysteriös, aber das Problem ist, also du hast halt die ganze Zeit diese Blackbox, darfst sie nicht öffnen, läufst drumherum. Und ja, ob uns dann der Inhalt gefallen wird, werden wir dann tatsächlich noch in einem anderen Cast besprechen, weil ich denke mal, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch einiges sein könnte und dass die zweite Hälfte deutlich handlungsreicher und interessanter sein könnte als die erste. Was nicht heißen soll, dass die erste uninteressant ist, aber so ein bisschen, ja, man merkt es schon, wir reden so ein bisschen um den Brei rum, ne? Aber gut, dann würde ich sagen, beschließen wir das Ganze hiermit. Wir können es schon irgendwo durchaus empfehlen.
Ja. Und Leute, die Alex Garland mögen, werden so oder so fressen. Also viel Spaß dabei. Das Ganze läuft ab dem 19. August, wie gesagt, auf dem Sender Fox. Unter anderem zu sehen über Magenta TV oder über Sky. Und wie uns das Ganze dann so im Detail gefallen hat, also wir werden da wahrscheinlich ein bisschen schon was auseinandernehmen können, denke ich mal. Ja, wird man dann im Oktober erfahren. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. In der Zukunft sind wahrscheinlich schon irgendwelche Multiversums-Versionen von uns, die bereits diesen Podcast abgehalten haben, den anderen. Deshalb hören wir da vielleicht jetzt schon mal rein. Vielleicht sogar auf Aramäisch, keine Ahnung. Genau. Bisher ist es eben Schrödingers Katze in der Alex Garland-Version. Wir wissen nicht, ob es tot ist oder es noch lebt. Ja, genau, ja. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, war eine ganz nette Runde. Ich freue mich sehr auf diesen Gesamtcast, den wir dann im Oktober raushauen werden. Ja. Bis dahin, macht es gut, liebe Leute. Bis dann. Tschüss. Yes. Very nice to meet you, Mr. Garland. Likewise, you too. Also, a very loud shout out to our listeners from Germany. I'm Dom from Telestammtisch, and I'm here with writer, director, and producer of Devs, Alex Garland. And you also know his name probably from his previous works on Ex Machina or Annihilation, I suppose. And my first question is, right there, after your previous successful works on Ex Machina and Annihilation, this is the first time you have written, produced, and directed a complete mini television series. How did you experience the developing process and compared to make a classic feature film? Well, in most sort of fundamental ways, it was really exactly the same. There were some differences. In some ways, you could say a film is like a long short story or a novella in structural terms, and a television series is like a novel in structural terms, which is why I think often novels are difficult to translate into film. But work better as television. Years and years ago, in my 20s, I worked as a novelist, and so so that I was sort of reminded of some of the ways in which you can very, very gradually sort of reveal a character arc, or you can drip feed information in a slightly different way. But those are sort of narrative structural things. In terms of a day-to-day thing, it's exactly the same. You know, you walk onto a film set or a location. You've got your crew, you've got your actors. You're trying to figure out what to do today. The sun is going down, and you've only got 45 minutes left to get the shot. It's, you know, in that respect, film and television are exactly the same. So you didn't have to adapt, not so much. Well, yeah, I mean, maybe someone who worked in television will say to me, yeah, well, you should have adapted a lot more because you forgot to do this and this and this and this. But I mean, I personally also think there's something good about not being an expert, being kind of out of your depth. It sort of can force a certain kind of creativity. I'm sure someone experienced in television could show me lots of things I did wrong, but basically for me, it just felt like shooting a long movie. I must confess, I've only seen the pilot yet of Devs, but it seemed very cineastic to me from different aspects, like the whole production design and the sound design from probably Ben Salisbury and the other one I... Jeff forget Barrow, no. Yes, sorry for that. Even to the style of the credits. Was Devs the project you first developed as a feature film, or was it always created for the small screen? It was always created for the small screen. Actually, there were elements of the story that would have been very difficult to tell in a film because there just wouldn't be enough time, I think. But also, once I decided that,
I work with a group of people behind the camera, some of whom I've been working with for 20 years. And so we just sort of picked up the circus and we moved to another town, you know. Like Rod or Rob Hardy, I suppose. Your cinema DOP, as you say. DOP, yeah. Rob. So I suppose that's what I meant is that, you know, if you walked onto a day of devs and then you walked onto a day of Ex Machina or Annihilation, you'd be seeing all the same people. And it's got a kind of family atmosphere because we've been in a lot of good spots and a lot of bad spots together. And so we really know each other and we really like each other and really respect each other. And Rob's a big part of that, but there's so many, those are the people you see on the top line of the credit list, but it goes way, it includes, you know, 50 or 60 other people who we regularly work together. And you know everyone by name. I know all almost of them. So that's a perfect kicker for my next question. You're working with some people, you already said, behind or on screen, that you already teamed up on a previous project. You already mentioned it, especially Sonoya Misumunu. I hope I pronounced that correctly. She played a supporting role in Ex Machina and had a cameo in Annihilation. Why did you choose her here now to take the leading part? She just had exactly the right qualities. It was to do with how to someone who would be able to portray and represent grief in part. And what happens is that with a lot of actors, they want to be liked so much that they can't help kind of slightly flirting with the camera or being very bubbly or being very kind of engaging, because it's actually why they became actors. You know, they became actors so that everybody would look at them and think they were wonderful. But she doesn't have that vanity. And that is actually can be quite difficult to find. And I knew she had it because I knew we'd worked together before. It's partly about that. And it's also about a very sort of gentle, subtle quality as well. That was just right for the character. Perfect. She's a ballet dancer, I've read. Probably. Yes. Oh, yes. Yeah, you could see that on Ex Machina. Yes, another one is Nick Offerman, who plays the CEO of MAU company. And obviously, he's better known for comedy like Parks and Recreation. And he's not that kind of guy you would think of as a Silicon Valley boss. So how did he came to the project? Well, I didn't want who would obviously look like a recognizable Silicon Valley boss, because if I cast a young guy and I put him in a hoodie or a blue t-shirt, everybody would think it was Mark Zuckerberg, you know, instantly, just like that. If I gave him a black polo neck, they'd think he was Steve Jobs. And so I wanted to, and I sort of felt it would be a distraction if people thought I was doing a kind of criticism of Mark Zuckerberg or Elon Musk, then it would be like a distraction from the narrative. So I wanted to make him very much like his own thing. And then also with Nick, the truth is I didn't really know Nick was a very, very famous comedian. I'm quite disconnected from the world in lots of ways. And when I met Nick, I just thought I'd actually seen him in some indie movies. And I thought, oh, he's a very good actor and he's got a lot of warmth and he's also got a kind of melancholy quality. And this is perfect for the character. And I didn't discover
he was a very, very famous comedian until later. And I was genuinely quite shocked to discover it, quite surprised. There was an evening where I was having dinner with him. He said, we'd been shooting for a few weeks, and he said, should we have dinner together? And I said, yeah, sure. So we went to a restaurant, and he was sitting in the restaurant with his back to the window, and he had a big beard, which means that he wasn't very recognizable as normal. And somebody walked past the window, and as they were walking past, they went, hey, Nick Offerman. And I thought, what the fuck? Like, I had no idea. His back is to the window. He's got a big beard. And still somebody recognized him. And it wasn't until that moment that I really, really realized, oh, this guy's like seriously famous. It was a mistake. He reminded me a little bit of Oscar Isaac too, I must confess. So my last question, the clock is ticking for me. Sure. Nearby the release in the USA in March, Def was often compared to the third season of Westworld from HBO, where there's also a supercomputer predicting the future by saving and analyzing big data. And also like Devs, it deals with the conflict between determinism and free will. But you are also bringing in new aspects like quantum theories or the idea of a multiverse. What is it that fascinates you on that kind of themes? Well, just because I think they're very interesting. They are areas of science which you can't say are definitely true, because often it's the case with a lot of areas of science, actually, that it's not really about people saying this is definitely what's happening. It's more they're saying we think this is what's happening. But nonetheless, the idea of like some areas of quantum physics and some implications of determinism, such as losing free will, are so fascinating and so strange. And they're even more strange when you think it might really, like the argument is strong, it might actually be the case that there are many worlds, or it might actually be the case that we don't have free will. And as soon as you start to see those things, not as just kind of ideas that you might chat about, like, oh, here's an interesting idea, but actually might be reality, then they become, for me, completely hypnotizing and fascinating. You already hypnotized me with that. Then, thanks very much. Great pleasure. Likewise. I hope the strange interview format was okay for you. No problem. I hope my awful English didn't break the atmosphere. Then, thank you too, and stay healthy.